Ja, okay, da wären wir so in Mats Wohnung bei Ned und Ted. Wir müssen fliehen, so ist der Plan jetzt, weil die beiden Polizisten hier am Tatort preisen wollen. Hey, wo soll's hingehen? Wir können dich nicht rauslassen. Befehl von Kramer. Okay. Also einfach gehen können wir Da nicht. geht's raus. Aber ich bin hier noch nicht fertig, oder? Tja, scheinbar Ich noch kann doch nicht nicht. einfach mit allem reden. Nicht. Oh, Spurensicherung ist sicher ein cooler Job. Einfach mal mit denen reden. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Glaube nicht, dass das unser Problem ist. Echt jetzt? Was, wenn mein Mitbewohner drauf geht? Solltet ihr nicht sowas wie Polizisten sein? Nö, wir sind nur Tatortermittler. Wir analysieren Aha. Blutproben, machen Fotos, Tatort suchen nach Ermittlung. Fingerabdrücken. Verdammt richtig. Und weißt du, wenn's bei dir brennt, dann ist es eigentlich nur gut für uns. Wir lieben unseren Job. Und da sagen die Leute, ich sei seltsam. Ist was dran falsch, seinen Job zu mögen? Nur weil wir immer an Tatorten sind, umgeben von Leichen und Blut, heißt das noch lange nicht, dass wir die Bösen sind. Genau. Wir sind eben gern in der Gesellschaft von Toten. Na und? Alter, was zur Hölle? Was? Ich stimme dir doch nur zu, Mann. Wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir wegen dir wie Psychos klingen. Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Ja, aber wegen solcher Kommentare nennen uns die Leute Laborfreaks. So nennen die uns? Wenn Blutproben und sowas zu nehmen euer Job ist, dann seid ihr ja nicht wie normale Polizisten, oder? Was wäre euer Problem damit, wenn ich einfach gehe? Ihr braucht mich doch überhaupt nicht. Also außer ihr wollt nach Fingerabdrücken auf meinem Arsch suchen oder sowas. Spar dir das, Klugscheißer. So läuft das nicht. Wenn Sergeant Kramer uns einen Befehl gibt, befolgen wir den. Mit dem Bastard wollen wir uns nicht anlegen. Ja, Warum nehmt ihr von dem Arsch überhaupt Befehle an? Das ist ein verdammter Tyrann. Seine Kombinationsgabe ist aber schon verdammt gut, oder? Kleiner, wir mögen ihn genauso wenig wie du. Aber du musst ihn auch nicht jeden Tag sehen. Dann lehnt euch halt auf! Auflehnen? Hey, ist schon klar, dass du hier einfach nur raus willst. Aber glaubst du echt, wir sind so dämlich? Sieht nicht so aus. Hey, ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Glaub, Gefrorenes hatten wir heute genug. Oh ja. Sicher? Ich hab Traube, Mango, Zitrone, ihr wisst schon, Premium-Sorten. Traube? Ned, nicht. Lass dich nicht von ihm einwickeln. Merkst du nicht, dass das nur ein Trick ist? Du bist hier also die Stimme der Vernunft, ja? Tja, du etwa? Scheint ganz so, ja. Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Mir tut das arme Mädchen leid. Wenn er sie so sehr liebte, warum macht er dann sowas? Ach, wer weiß. Liebe ist ein Mysterium. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht hat er den Ring verloren. Den Ring? Den Ring? Ja, seinen Verlobungsring. Ring. Hatte sie nicht gesagt, dass die beiden sich gerade erst ich verlobt hatten? Tja, und sie hat keinen Ring getragen. Sehr scharf beobachtet, Ted. Kommt schon, Leute. Ein Ring? Bullshit, wer würde denn wegen sowas Blödem Selbstmord begehen? Passiert ständig. Letzte Woche hat sich erst einer umgebracht, weil er seine Tacos, die er gerade erst geholt hatte, im Taxi vergessen hat. Die Leute tun sich das aus den verrücktesten Gründen an. Naja, ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Tacos. Tja, also, das ist Sergeant Kramers Entscheidung. Ich könnte ihm das direkt persönlich sagen, wenn ihr wollt. Netter Versuch. Aber wir warten einfach hier auf ihn. Nicht weglaufen, ja. Ich bin gleich wieder da. Tja, wir kommen hier also erstmal nicht raus. Aber deswegen muss man sich ja nicht gleich umbringen. Da gibt es doch bestimmt eine Lösung für dieses Problem. Wir steigen einfach aus dem Fenster. Zu riskant. Die würden mich erwischen, wenn ich versuche, durchs Fenster abzuhauen. Meinst du? Die über dem Fenster hängende Unterhose? Hä, was soll das werden? Beklaust du gerade deinen toten Freund? Mann, wir stehen direkt daneben. Ich hab nur ein bisschen sauber gemacht. Lass einfach alles, wie es ist, okay? Ist ja gut. Ihr habt das Sagen. Ich will doch nur den Begleiterkompass nehmen und einen von denen gegen den Kopf werfen. Mein lieber Begleiterkompass, was wir alles gemeinsam erlebt haben. Tja.
Und wer macht den Kuchen, wenn ich weg bin? Du? Der Cake ist ein Ei. Der Kuchen. Ja, dann vielleicht, wenn man den Ofen kriechen. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Tja, hier aus dem Fenster kriechen. Kann ich nicht, ist von außen verschlossen. Welcher Klappspaten hat sich denn den Mist ausgedacht? Mist. Das hätte ja klappen können. Vielleicht steigen wir einfach zu Matt ins Gefrierfach. Oder stecken wir unseren Kopf nutzlos, in die Krone. Das Ding ist schon lange hinüber. Tja. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Da ist noch was von Matt drin? Vom gestrigen Tag, der nie passiert ist? Aha. Vielleicht, das habe ich glaube ich schon im letzten Part probiert. Oh, brauchen die zerbrechlichen Damen etwas Hilfe, ihre Flaschen zu öffnen? Oh, scheiße. Stimmt ja. Daran lag's. Vielleicht finden wir eine Küche. Irgendwas. Wo wir die Flaschen öffnen können. Lieber nicht. Ah, ich weiß es. Vielleicht an einem Stalaktit. Lieber nicht. Ah, verdammt. Lieber nicht. Tja, also. Lieber nicht. Naja, willst du ihn saufen, Matt? Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überraschungen weinen muss, aber ich habe keine Wahl. Nicht. An den Zähnen. Ich wusste, dass ich mich letztes Mal auf dich verlassen kann. An den Zähnen. Leichenschänder. Meinte du Leichenschänder? Ach du. Heilige. Heilige Bockwurst. Hey, hat dir jemand Importbier gesagt? Nein. Aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Und ja, hier gibt's nur feinste Qualität. Und schnell raus, während sie einen trinken. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Lieber nicht. Die betrinken sich und hier. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Du wirst hier nicht verschwinden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Wende, hau doch ab. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund abgelenkt. R., der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Die Zeit nicht. Meine Hände haben immer noch diesen alten Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen. Ach, Wende. Kann ich nicht. Ist von Ort. Ach, Mann. Können wir wenigstens den Abschiedsbrief mitnehmen? Ich habe endlich eine Entscheidung. Ja, den haben wir doch schon gelesen. Er ist gefroren. Können wir die Leiche nochmal verunstalten? Du hast es. Da schreibe ich nichts drauf. Tja. Das macht keinen Sinn. Vielleicht. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Hätte ja. Sieht hart wie Diamant aus. Da passe ich lieber. Ja, also. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Lieber nicht. Was zum Henker. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Ach, ich will nicht, ich muss. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Ich will diese... Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R., der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen?
Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Lass es. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel, okay? Okay. Auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Ja. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Passt ja. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Sprühflasche von Amerikanern, wozu und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Aha. Was soll das bringen? Ja, dann hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R. Der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alte Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Lass es. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel. Jetzt irgendwas mit einer Schublade. Ich krieg sie nicht auf. Eine Streichhölzer und so irgendwas. Hier. Das wollte ich schon immer mal machen. Oh. Oh no. Kaputtes Raumdemo. Nach Anleitung spielen. Wofür habe ich ja die Katzen getötet? Die muss ich jetzt hier und muss jetzt natürlich auch nach Anleitung spielen. Die Schublade wird aufgesprengt und eine Gabel von Stalaktiten abbrennen, bevor er in den Kopf trifft. Okay. Das war nicht der Fall. Wenn du versuchst, die Schublade zu öffnen, wirst du feststellen, dass es klemmt. Öffne sie ein Stück und klemm die Sprühflasche dazwischen. Ja gut. Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören sollen. Vielleicht können wir ja jetzt immer noch... Okay. Und jetzt nochmal kombinieren mit dem Feuerzeug. Oha. Was? Aua. Das sieht schmerzhaft aus. Was zur Hölle war das? Nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Tut mir leid. Schon okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck, all der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Ja. Wird sie bestimmt. Vielleicht können wir den Matt damit... Das muss ich doch nicht aufgabeln. Ja, gut. Dann... weiter in der kompletten... Nicht bestehen. Ja. Stalaktit können wir jetzt. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg. Einen Hammer, oder? Einen Hammer können wir jetzt dagegen werfen. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Ach je. Ist die Streichhölzer dagegen werfen oder was? Natürlich mit dem Entenbügel, was sonst? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Okay. Der ist leider völlig...
habe ich mich verlesen. Wenn man ihn mit dem Ententür schlägt, bricht die Spitze ab. Nimm dies und benutze sie mit Küchenfenster. Entenbügel. Wir haben kein Entenbügel. Das muss ein Fehler sein. Es gibt kein... Tja. Kopfkratz. Vergiss es. Das muss ein Übersetzungsfehler sein. Das muss ich doch nicht... Irgendwo muss das Ding jetzt schlagen. Es gibt... Ja, ich will hier schnell raus. Damit will ich den Feuerlöscher nicht... Entenbügel. Wir brauchen einen Entenbügel. Aber wieso? Wir haben keinen Entenbügel. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Wir müssen den Stalaktit irgendwie loswerden. Den fasse ich lieber nicht. Ach je. Da schreibe ich nicht. Mit Geld? Ich denke. Lieber nicht. Hilfe. Entenbügel muss ich irgendwo anders gegenschlagen. Vergiss es. Das ist kein Entenbügel. Das macht keinen... Tja, Ja, Leute. Vergiss es. Kaputter Dietrich, Nachricht, Batterie, Hammer, Feuerlöscher, Streichelschachtel, Lichtschwert, Rattengift. Teleskop, Entenbügel. Was für eine geile Erfindung. Ich soll mit der Ente reden? Tja, Der ist leider völlig... Lieber nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Kaputt machen? Den Enten. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Nee. Vergiss es. Wenn das keine ernsthafte Angelegenheit ist, dann weiß ich auch nicht. Ach, auf einmal geht's. Klock. Ah, die Funktionsweise eines Entenbügels. Damals einmal den gefrorenen Waldkitzel. Nein. Am Stalaktit können wir in die Mikrowelle stecken. Oder den beiden auf den Kopf hauen. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle dieses enden. Fenster vielleicht. Ich komm mal damit. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Dann wohl durch das Fenster, was nach außen verschlossen ist. Mal dadurch auch abhauen. Okay. Oh.
haben die doch sicher gehört. Okay. Improvisierter Ausgang. Ey. In der Gasse. Jay und Silent Bob. Mit dem Silent Bob können wir auch bestimmt sprechen. Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal. Also, wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheiß verfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Und wir stehen auf Muschis. Ich meine, Weiber. Verstehe. Na dann, ich will auch gar nicht eure Zeit mit meinem Scheiß verschwenden. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Slugans. Was? Was? Hab nichts gesagt, Mann. Okay. Aha. Der Silent Bob hat doch bestimmt noch mehr zu sagen. Ich bleib lieber auf Abstand. Ich hab keine Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Und ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen. Hm. Der Fettsack da kommt mir bekannt vor. Tja. Lieber nicht. Ihr meine, reinhauen wird auch nichts nützen. Ich bleib lieber auf Abstand. Na lustig. Und der Typ kommt mir bekannt vor. Tja, mir nicht. So, da werden wir also wieder viele Pandas, Koalas. Erzählen. Ja, ich wollte den Koala angucken. Na gut. Jetzt haben wir das nächste. Entschuldigung, Rätsel. Wohin soll's gehen? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich war Mr. Lucas' persönlicher Assistent. Ich habe Jar Jar erschaffen. Ausweis oder sonstige Papiere? Oh, bitte. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Dreckigen Wookie? Wenn Sie ein Android wären, hätte ich Ihnen schon beide Arme ausgerissen, wissen Sie? Oh, sicher. Wie in dieser Serie, was? Ja, wirklich sehr clever. Was für eine Serie? Murray, ich rede hier von echtem Kino. Ich spreche von dem, was man allgemein die Saga nennt. Ich rede vom guten alten Han, der wunderschönen Leia und dem Todesstern. Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede. Was? Junge, hast du dir den Kopf gestoßen oder so? Ich bin ein echt großer Science-Fiction-Fan und Track Wars hat es nie auf die große Leinwand geschafft. Track Wars? Was zur Hölle soll das sein? Hey! In etwas welche, mehr Respekt! Was, hier ist eine ganze Legion von Track Wars-Anhängern, die wirklich wütend würden, wenn sie das gehört hätten. Aber wovon reden Sie? Meinen Sie Captain Kirk und die USS Track Enterprise? Wars. Was? Ist das dein Ernst? Das Schiff heißt Millennium Enterprise und der Name des Captains ist Luke Spockwalker. Ach, er hat das Kommando seit Lando Kirk Christian es ihm übergeben hat. Na toll. Ich habe die berühmteste Science-Fiction-Saga der Welt zerstört? Mann, das ist echt ätzend. Ich hasse diesen verfickten Ring. Der bringt nichts als Unheil. Ist der aus Harry und der Herr von Narnia? Mann, ich liebe diesen Hobbit-Zauberer. Die Abenteuer, die er mit dem feigen Löwen und dem Blechmann erlebt, sind klasse. Endlich etwas Gerechtigkeit. Kann ja nicht alles furchtbar sein. Also, was war jetzt mit einem Ausweis? Ich habe eine Menge Kram in meinen Taschen. Ein Ausweis, hier. Wie wär's damit? Zeitverschwendung. Damit kommst du hier nicht rein. Oh Mann, ich habe ganze Haufen von Schrott dabei. Irgendwas davon muss mich doch reinbringen. Unwahrscheinlich. Murray, ich muss da rein. Hey, Vorsicht. Ich habe einen Schlagstock und ich werde ihn benutzen. Aber Murray, ich muss da rein. Es geht um Leben und Tod. Ja, ich weiß nicht, woher du meinen Namen kennst, aber ich lasse dich trotzdem nicht rein. Dann sagen Sie mir doch einfach, wie ich reinkomme. Kauf ein Ticket. Okay, ich würde gern ein Ticket kaufen. Ausverkauf. Ach, das kann nicht Ihr Ernst sein. Tut mir leid, Kleiner. Da kann ich nichts machen. Oh, kommen Sie, Murray, spielen Sie nicht den harten Kerl. Das steht Ihnen nicht. Dein Verhalten fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Ich bin ein Mann des Gesetzes. Ich verlange etwas Respekt. Und ich verlange Einlass. Sehen Sie,
Die Welt ist wohl nicht perfekt. Hey, aber machen wir es doch so. Ich behandle sie mit ein bisschen mehr Respekt und sie lassen mich rein. Deal? Nein, Junge. Kein Deal. Hau ab. Mary, Mary, Mary. Na los, drück mal ein Auge zu. Was muss ich machen, um da reinzukommen? Das ist einfach. Kannst du irgendwie belegen, dass du da drin sein solltest? Naja, jetzt wo sie es sagen? Ja, gut. Tatsächlich habe ich einen. Spitze, dann zeig mal her. Da lässt sich doch bestimmt was finden. Gute Idee, aber ich muss... Endlichtspitz. Glaubst du wirklich, damit kommst du hier rein? Schätze nicht. Vielleicht mit Teleskopente. Glaubst du... Mit dem Hotdog. Glaubst du... Schätze nicht. Mit 3 Tageszeitungen. Glaubst du... Hallo nochmal, Mary. Ah, Mann. Was jetzt noch? Im Ernst, ich muss da rein. Hast du einen Ausweis oder nicht? Moment, ich muss hier irgendwo sowas haben. Tja, bisher war das ja am besten, aber ich versuch's mal mit Geld. Glaubst du wirklich, dass... Bisher kamen wir mit der Anleitung, mit der Unterwäschekatalog am besten. Im Ernst? Hast du einen... Moment. Glaubst du... Oder auch nicht. Hallo nochmal, Mary. Da geht etwas Unheimliches in der Stadt vor. Was meinst du, Junge? Mach mir keine Angst. Ja, naja. Sie denken wahrscheinlich, dass das albern ist. Na los, raus damit. Ich bin Officer Murray, Kleiner. Schon vergessen? Du kannst mir vertrauen. Naja, ich meine diese Koala-Bären. Die sind überall in der Stadt. Ich meine, ist das normal? Du hast recht. Und es ist eine Schande. Sie stiften überall nur Unheil und machen die ganze Nacht Stress. Unmöglich, da Schlaf zu bekommen. Echt? Wow. Ich würde echt gerne so einen Kampf sehen. Würde ich nicht empfehlen. Sie sind überraschend blutrünstig. Aha. Ich habe ja kein Problem damit, wenn jemand sich einen als Haustier hält. Aber ich hasse streunende Koalas. Von den Krankheiten, die sie verbreiten, kann ich jetzt so reden. Oder der Tatsache, dass sie sich wie die Ratten vermehren. Koalas als Haustiere? Sind die wow. Und lernt immer noch was dazu. Nicht wahr? Ich habe Hunde viel lieber. Oh, und weißt du, was ich besonders hasse? Oh ja, das würde ich wirklich sehr gerne wissen. Diese Ehren-Koala-Fans, die bringen mich echt zur Weißglut. Überall Eukalyptus. Und wegen denen riecht die ganze Stadt nach Koala-Scheiße. Sollte sie in einen Käfig mit 200 von diesen Biestern stecken, alle ausgehungert. Das wäre ihnen eine Lehre. Wow, Mary. Ich habe sie noch nie so wütend gesehen. Tut mir leid. Diese Sache mit den streunenden Koalas geht mir wirklich nahe. Tja, dann lassen wir das Problem mit den Alligatoren in der Kanalisation mal bis morgen ruhen. Na, vielen Dank, Kleiner. Jetzt mache ich heute Nacht kein Auge zu. Ja... Okay, Murray. Ich hab was Besseres zu tun. Ich bin weg. Nicht wirklich, aber... Was machst du aber... da noch hier? Na los, ab mit dir! Ja. Gott, sie sind aber schlecht drauf, Murray. Das gefällt mir gar nicht. Ich fürchte, hier kommen wir vorerst nicht durch. Hallo nochmal. Was können Sie mir über diese Convention erzählen? Es ist eine Science-Fiction-Convention. Das ist mir klar, aber sieht ja nicht so aus, als wenn hier los wäre. Tja, heute Morgen war mehr los. Die Schlange war ziemlich lang und die meisten Leute waren verkleidet. Ah, also habe ich's verpasst. Mist! Ich wollte so gern die ganzen Loser sehen, die sich lächerlich machen. Das ist alles Ihre Schuld und das wissen Sie. Meine Schuld? Ja, weil Sie hier den Eingang versperren. Ach, ist nicht so, dass du was verpasst, Junge.
ist alles nicht mehr so, wie es mal war. Hier waren nur ein paar Models, verkleidet als sexy Version der Klassiker. Nur ein paar Models? Bitte sagen Sie mir, dass die immer noch da drin sind und ihre Kostüme sehr eng sitzen. Die sind etwa vor einer Stunde weg. Keine mehr da. Und das ist auch besser so. Jetzt kann man sich wirklich auf die Con konzentrieren. Ja, klar. Im Ernst, ich muss da rein. Hast du einen Ausweis oder nicht? Moment, ich muss hier irgendwo sowas haben. Tja, bringt wohl nix. Wir brauchen einen Ausweis. Glaubst du wirklich, damit kommst du hier rein? Schätze nicht. Tja, in dem Sinne besorgen wir uns mal einen Ausweis. Während die Stimme versagt, gehe ich hier den Weg entlang und suche nach einem Weg, einen Ausweis zu bekommen. Tja, vielleicht bei Johnny's Comics. Schauen wir doch dort mal nach.